Abschaltung statt Eigenstrom, haben wir bei Autark, dem E3DC-Magazin, berichtet. Bekommen die Netzbetreiber und alten Energieversorger Zugriff auf ihre Geräte zu Hause? Dürfen in Zukunft Energieversorger und Netzbetreiber ihre Wärmepumpe und die Beladung ihres Elektroautos unterbrechen oder gar abschalten? Jetzt bei Leben mit der Energiewende TV. Die Novellierung des Erneuerbaren Energiengesetzes letztes Jahr haben wir prima hinbekommen. Die Bürgerenergiewende kann weitergehen und besser sogar noch. Jetzt kommt die nächste Stufe. Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz soll sozusagen geändert und reformiert werden. Und in dem ersten Entwurf stand drin, dass Netzbetreiber bzw. EVUs Zugriff auf ihre Geräte zu Hause bekommen sollen, um eine eventuell drohende Überlast im Netz zu verhindern, wenn zu viele Wärmepumpen laufen, wenn zu viele Elektroautos in Zukunft beladen werden, heißt es, es droht eine Überlastung des Netzes, ein Blackout. Stichwort ist Spitzenlast, Glättung. Das wollen die Netzbetreiber, das wollen die EVUs haben. Unsere Kritik ist, das ist ein Zugriff auf die Eigenenergieversorgung der Bürger. Und dazu habe ich aus München zugeschaltet Markus Fenz vom Mobility House. Mobility House und Markus Fenz deshalb, weil wir sind dabei, alles zu verstromen. Wir produzieren unsere eigene Energie, wir setzen Elektroautos ein, wir setzen sogar Elektroautos in Zukunft für die Spitzenlastglättung ein. Alles wird verstromt und jetzt wollen die EVUs und Netzbetreiber uns abschalten. Herr Fendt, ist das wirklich so? Wollen die den Eingriff haben? Jein. Also zur ersten Klärung, die Netzbetreiber wollen das. Die EVUs sind da gar nicht so glücklich drüber. Weil auch die EVUs natürlich mit intelligenten Geschäftsmodellen in Zukunft mit Flexibilität Geld verdienen wollen. Aber die Netzseite befürchtet durch zu viele Elektrifizierung, insbesondere auf der Elektromobilitätsseite, aber auch auf der Wärmepumpeseite, eine Überlastung des Netzes. Und von daher würden die ganz gerne, dass sie eingreifen können. Es geht ja um den Niederspannungsbereich. Es geht tatsächlich darum, dass die Netzbetreiber das Recht haben wollen zu sagen, hey, deine Wärmepumpe verbraucht uns im Netz zu viel Strom, deine Wallbox zieht zu viel Energie gerade raus, geht gerade nicht, wir schalten das ab. Ist das so? Wollen die das? Ja, und das ist auch bis zu einem gewissen Grad berechtigt und gibt es ja heute schon. Aber der Ansatz sollte auf absolute Notfälle bezogen sein. Also dann, wenn wir wie jetzt am 8. Januar kurz vor einem Brownout oder Blackout sind, dass man bestimmte Regionen abschalten kann. Was die Netzbetreiber jetzt gerade machen, ist eine aus Grund der Vorsicht, dass sie sagen, lasse mir das Recht geben, alles Mögliche abzuschalten, ohne das dem Verbraucher zu kompensieren und insbesondere ohne das dem Verbraucher zu incentivieren. Wie das im heutigen Paragraph 14a, wie er jetzt ausgestaltet ist, und der ist ja, den gibt es ja schon lange, wird insbesondere auf Großindustrie angewandt. So hat zum Beispiel ein großes Stahlwerk oder ein Kühlhaus, das sich abschalten lassen kann vom Netzbetreiber, aber auch Kunden, die mit einer Nachtspeicherheizung oder einem Boilerstrom, einen Vorteil, weil sie einen geringeren Netztarif zahlen, meistens die Hälfte. Das heißt, der Kunde spart sich 2 bis 3 Cent dafür, dass er von dem Netzbetreiber abgeschalten wird. Das fordern wir natürlich auch in Zukunft und keinen Freibrief. Freibrief insofern wie jetzt gerade, dass der Netzbetreiber ohne Kommunikation 2 Stunden am Tag einfach abschaltet, sondern mit Kommunikation, mit Intelligenz und mit einer Incentivierung der Bürger, weil dann lassen sich auch die Bürger gerne steuern. Weil wenn ich weiß, wann ich sparen kann, man sieht es sehr schön an anderen Ländern, Dänemark, Kalifornien. Kalifornien zum Beispiel kostet der Strom die Hälfte ab 22 Uhr, ab 23 Uhr. Alle stellen in ihrem Auto den Timer, lade erst ab 23 Uhr. Logisch. Und wir wollen ja die Flexibilität im System. Wir wollen ja keinen Netzausbau oder so wenig wie möglich. Nur die Netzbetreiber sind etwas, ja,
ängstlich gerade, obwohl sie es überhaupt nicht sein müssten. Selbst E.ON, dem ja über 60% des deutschen Netzes gehören, über die jeweiligen Regionalgesellschaften, sagt, bis 25% Elektromobilitätsdurchdringung brauchen wir so gut wie keinen Netzausbau, vielleicht mal ganz regional in einem Straßenzug oder in einem Stadtteil. Aber in Summe braucht es so schnell keinen Netzausbau für Elektromobilität. Also ist etwas Panikmache, aber auf der anderen Seite, so langsam wie Netzbetreiber sind, kennen wir ja, Ausbau der Netze, Tempo einer Weinbergschnecke, versuchen sie halt möglichst früh jetzt Flöcke einzuschlagen. Ich habe verfolgt eine Anhörung, eine Internetdiskussion, Zoom-Diskussion, die man auch auf YouTube nachverfolgen kann, mit Frau Dr. Nestler bei den Grünen. Und da waren dann Netzbetreiber oder BDEW und so weiter und Energieversorger, die gesagt haben, ja, wir wollen Planungssicherheit für die nächsten Jahre und das wollen wir schon planen und wir wollen wissen, wo es hingeht. Und deshalb brauchen wir sozusagen diese ganze Bevorratung der Rechte. Es gab andere Experten, die gesagt haben, Moment mal, wir sind ja noch weit davon entfernt im Netz, dass wir sowas brauchen. Und das haben Sie in der Diskussion gerade bestätigt, haben Sie auch gerade gesagt, im Prinzip brauchen wir das Ganze noch gar nicht. Momentan brauchen wir es nicht. Wir brauchen es wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre noch nicht. Aber Sie wissen selber, als Profi und intensiver Mitgestalter der Energiewende, wie langsam wir sind, insbesondere wie langsam wir mit der Digitalisierung sind. Das Netz heutzutage ist komplett dumm. Im Verteilnetz gibt es keinerlei Messgrößen. Und da haben natürlich die Netzbetreiber Angst davor, verstehe ich auch. Das heißt, wir müssen jetzt Rahmenbedingungen schaffen, dass die Netzbetreiber in Intelligenz investieren, weil wir wollen in Zukunft ein intelligentes Netz haben. Nur so funktioniert dezentrale Energiewende. Wir müssen wissen, was passiert im letzten Strang. Wir müssen wissen, wann wird Sonne eingespeist, damit wir dann die Autos laden der Zukunft oder die Wärmepumpe betreiben. Wenn ich das nicht weiß, kann ich kein effizientes Energiesystem der Zukunft aufbauen. Von daher ist es wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen und nicht uns einen Freibrief geben lassen, alles so weitermachen können wie bisher, sondern wir müssen in Digitalisierung investieren, um die Energiewende möglich zu machen. Und die Rahmenbedingungen müssen den Netzbetreibern jetzt gegeben werden. Also, wir bei Leben mit der Energiewende, wir sind ja so ein bisschen widerspenstig. Und wenn ich dann intelligente Netze höre, da schüttel ich mich. Wenn ich höre Netzausbau, schüttel ich mich. Herr Fendt, das höre ich seit 20 Jahren. Wir machen Netzausbau, wir machen intelligente Netze. Wie viele Netzausbaubeschleunigungsgesetze haben wir jetzt? 4, 5 oder sind es gar 6? Was ist passiert? Zu wenig? So, jetzt hat man das Ganze schon wieder verschlafen. Den Netzausbau sehe ich immer noch nicht richtig. Die Bürger werden beschimpft, weil sozusagen angeblich immer Einsprüche da sind. Das ZDF hat einen großen Bericht gebracht und hat gesagt, am großen Netzausbau, dass der nicht stattfindet, da sind nicht die Bürger Einsprüche dran schuld. So, es passiert nicht. Man macht das Netz einfach nicht modern. Und jetzt sagen die alten Versorger, Netzbetreiber, naja, wir sind nicht vorangekommen, wir kommen nicht voran. Jetzt holen wir uns schon mal alle möglichen Rechte, damit wir weitermachen können wie bisher. Dann würde ich sagen, passt mal auf, dann macht endlich euer Netzausbau. Alle Gesetze dafür gibt es. Macht das Netz intelligent und dann braucht ihr dieses Recht gar nicht mehr. Also Netzausbau auf Übertragungsebene ist eine Katastrophe, wie langsam das vorgeht, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Was ich auf jeden Fall verhindern möchte, ist, dass man jetzt Netzausbau auf Verteilebene plötzlich den erneuerbaren Energien zuschreibt oder den hocheffizienten und CO2-sparenden Elektroautos. Weil genau für die brauche ich keinen Netzausbau, wenn ich sie intelligent steuere. Aber auf der anderen Seite versucht sich natürlich der Netzbetreiber da jetzt gerade ein bisschen den Freibrief zu holen und alles darüber abzudecken. Und das brauche ich aber nicht. Ich muss sie halt nur intelligent steuern. Wir selber haben jetzt gerade bei vielen Gewerbe-, Industriekunden oder Wohnanlagen, wo man denken sollte, oh, wie kann ich jetzt in der Wohnanlage noch viele Elektroautos über Nacht laden? Haben wir durch ein intelligentes Lade- und Energiemanagement, kriege ich sämtliche Autos über Nacht geladen, weil im Schnitt muss ich 8 Kilowattstunden, 36 Kilometer für die deutsche Durchschnittsstrecke in der Nacht nachladen. Da kann ich 50 Autos in der Wohnanlage von 9 bis 6 Uhr in der Früh nachladen, ohne dass ich irgendeine Netzerweiterung brauche. Und dann gibt es auch keine Zahnarztallee und alles nicht. Das funktioniert aber nur, wenn ich Intelligenz im Netz habe. Entweder bauen es die Netzbetreiber auf, wo
ich bezweifle, dass das funktioniert, wenn ich da 700 Netzbetreiber habe, die oft in der Hand von kleinen Stadtwerken unter 100.000 Einwohnern, die ja noch nicht mal anwandelt sind, liegen. Oder man gibt es an den Markt, schafft dadurch neue Arbeitsplätze, schafft dadurch Unternehmen, wenn ich mir anschaue, wie E3DC, die ist ja komplett in einem Haus schon optimieren, also komplett autark fast unterwegs sind. Und Arbeitsplätze schaffen, Innovation schaffen und damit letztendlich auch einen Exportmarkt hinbekommen. Wissen Sie, ich bin es als Journalist so leid, immer solche Gespenster vorgeführt zu bekommen. Wird gesagt, wir haben 44 Millionen Elektroautos demnächst im Netz und wenn 44 Millionen Elektroautos gleichzeitig zwischen 18 und 22 Uhr laden und wenn die Wärmepumpen alle da sind, dann bricht das gesamte Netz sozusagen zusammen. Diese Vision wird uns ja sozusagen vorgespielt und dann sagt man, ja, und da brauchen wir jetzt die Rechte, euch im Notfall irgendwie abschalten zu können. Was ich nicht gehört habe, ist, wie viele Elektroautos und wie viele Wärmepumpen würde denn das Netz heute vertragen? Also für Wärmepumpen kann ich es dir nicht sagen. Elektroauto, zitiere ich den Profi der Branche, E.ON mit dem größten Netz, 25% ist die Aussage von einer E.ON-Studie. Es gibt mehrere verschiedene andere Studien, Consentec, die das Gegenvorschlag zu dem jetzigen Paragraph 14a Spitzenglättung erarbeitet haben, zusammen mit der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Die gehen auch davon aus, dass ich noch lange keine Steuerung außer in Sondereinzelfällen im Netz brauche. Von daher, wir haben noch Zeit. Aber wir wollen den Paragraphen auch. Wir wollen ihn noch nicht als Freibrief verstanden wissen, der zu Nichtstun anregt, sondern wir wollen ihn als innovatives Gesetz verstehen, das neue Geschäftsmodelle, intelligente Netze und damit auch effiziente Netze und möglichst wenig Kosten für die Verbraucher. Weil Sie müssen sich schon eins bedenken, das Netz ist eine Sozialisierung auf alle. Und das ist ja das Schlimmste, dass ich den Leuten, die halt einfach alles Geld ausgeben können, und wir sehen das ja, Herr Windelan war ja letzte Woche bei Ihnen, mit den Netzboostern, jetzt kriegen die Netzbetreiber mal die Möglichkeit, Batteriespeicher zu bauen und richtig viel, also wenn ich richtig im Kopf habe, 400 Gigawatt sprechen wir da, oder Gigawattstunden. Das heißt, Netzbetreiber wird es nie so effizient einsetzen, wie jemand, der am Markt agieren muss und schaut, ja, was kann ich denn theoretisch mit dem Speicher noch parallel machen, wenn ich ihn nicht fürs Netz brauche. Das heißt, ich muss schauen, dass ich den Monopolisten, die Aufgabe ist wichtig und ich möchte die auf gar keinen Fall privatisieren. Ich bin da nicht persönlich kein Freund davon, alles zu privatisieren, aber die in einem möglichst engen Rahmen lasse, dass da nicht Kosten der Zukunft sozialisiert werden und wir dann sowas haben wie jetzt mit dem EEG, dass dauernd die erneuerbaren Energien in den Schmutz gezogen werden und sagen, ja, schau mal, die kosten ja so viel. Und auf der anderen Seite, was wir der Ölindustrie hinterherwerfen, überhaupt nicht berücksichtigt wird und kommuniziert wird. Ich war ja immer schlecht in Mathe, aber wenn ich jetzt mal das, was E.ON sagt, nehme, dass wir 25% Elektroautos am Netz laden können. Wir haben 44 Millionen Elektroautos, Verbrennerautos. Wenn wir die alle ersetzen durch Verbrenner, dann wären 25% sozusagen, wenn wir dann gleichzeitig laden, könnten wir also laut E.ON 10 Millionen Elektroautos laden. Anfang 2020 hatten wir 130.000 zugelassene Elektroautos in Deutschland. Also ich meine, von 10 Millionen Elektroautos, die gleichzeitig an der Wallbox in Deutschland laden, da sind wir ja noch echt, wie viele Jahre entfernt? Also wir gehen davon aus, dass wir in 2030 diese 10 Millionen erreicht haben. Manche sagen sogar 14, manche 17. Ich glaube, wir werden das gleiche Thema haben wie im PV-Bereich. Es wird sich deutlich aggressiver entwickeln, wie wir dachten. Wenn man anschaut, wie die Automobilindustrie jetzt umschwenkt, ich weiß nicht, ob Sie es letzte Woche gelesen haben, selbst General Motors ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, für spritsparende Fahrzeuge, stellt bis 2035 komplett auf Elektromobilität um. Das heißt, da kommt noch ein fossiles Modell raus, bei 7 Jahre Zyklus ungefähr. Die gesamte 2030 10 Millionen Elektroautos haben, heißt es nicht, dass 10 Millionen Elektroautos gleichzeitig laden.
Nein, Nicht? niemals. Wenn wir 25% haben können, sind das bei 44 Millionen Elektroautos gerechnet. Das heißt, wenn wir 10 Millionen Elektroautos haben, dann laden vielleicht, was weiß ich, 1 Million Elektroautos. Also da sind wir ja noch 10, 15 Jahre entfernt, bis wir die maximale Kapazität, die E.ON sieht, überhaupt erstmal erreichen. Absolut richtig. Also wir haben noch Zeit, aber die Zeit müssen wir nutzen, weil wir sehen es beim Netzausbau, wie viel Zeit wir da schon verplempert haben. Wir sehen es bei der Windenergie, wir sehen es bei Solar, wie langsam das alles geht. Von daher, die Richtlinien auf EU-Ebene sind ja vorgegeben. Da steht drin, wir wollen Flexibilitäten, wir wollen Prosumer. Das heißt, dementsprechend muss die Rahmenbedingungen jetzt auch auf der Netzseite, auch auf der Paragraph 14-Seite regeln und nicht einfach nur die Spitze glätten, sondern die ganze Glättung intelligent gestalten und auch die da mitmachen, entsprechend incentivieren. Ist die ganze Argumentation nicht sowieso technisch völlig falsch und veraltet? Die alte Energiewirtschaft stellt sich vor, nehmen wir mal an, wir haben 44 Millionen Elektroautos. Also nehmen wir mal an, wir schaffen es wirklich innerhalb von 20 Jahren, den gesamten fossilen Energiepark elektrisch zu ersetzen. So, und da kommt ja dann das Gespenst, die laden dann alle und dann knallt das Netz sozusagen durch. Da haben doch die alten Versorger, Netzbetreiber die Technologie überhaupt nicht verstanden. Sie waren bei uns hier schon mal im Studio. Wir haben darüber diskutiert, dass Elektroautos, deshalb mache ich das Interview auch mit dem Mobility House, dass die Elektroautos genau das Gegenteil machen sollen in Zukunft. Sie sollen ja sozusagen, die Elektroautos sollen ja Spitzenlastglättung machen. Wir reden über Bidirektionalität. Tagsüber entnehmen die Elektroautos den hohen Stromanteil, den wir durch die Erneuerbaren in den Sonnenstunden mittags haben, fahren nach Hause, entladen abends sozusagen in die Batterien, in das Hausnetz rein. Also Elektroautos werden technisch doch genau das Gegenteil von dem machen, was man ihnen vorwirft. Elektroautos belasten das Netz, gerade in der Bidirektionalität in Zukunft gar nicht. Sie stabilisieren doch das Netz. Und verdienen dabei sogar noch Geld, wenn es incentiviert ist. Damit wird das Autofahren günstiger, damit wird das Elektroauto günstiger, CO2-freier und ich kriege die Energiewende hin. Genau, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gemacht mit TenneT, Übertragungsnetzbetreiber, die ja sehr darunter leiden, dass ich den Strom von Norden nicht nach Süden bekomme, die auch unabsichtlich dafür verantwortlich sind, dass sehr viele Windräder abgeschalten werden müssen, weil eben der Netzausbau nicht stattgefunden hat. Schönstes Beispiel, 2019 im Frühjahr hätte ich 6 Millionen Elektroautos umsonst laden können in Schleswig-Holstein oder im Norden von Deutschland, weil ich Windüberschuss hatte. Das heißt, ich hätte die laden können, hätte den Wind gespeichert, genauso wie Sie es gerade beschrieben haben. Und am Abend hätte ich wieder etwas entladen und hätte damit den Strom in den Süden transportiert, weil am Abend das Netz nicht überlastet ist oder in der Nacht. Damit kriege ich sogar ein virtuelles Netz hin. Das Ganze, wie Sie gerade beschrieben haben, auf der Ebene mit meinem eigenen Haus oder in meiner Wohnanlage oder in meinem Quartier oder in meinem Stadtviertel. Aber ich kriege es auch auf deutscher Gesamtebene hin. Technisch geht das, wo wir jetzt ganz hart vor eine Wand laufen, ist, dass wir in unserem Klein-Klein der Regulatorik das nicht mehr auf die Reihe bringen. Und darum braucht es einen neuen Wurf. Also fand ich sehr, sehr gut die Diskussion mit Frau Nestle, jetzt auch von den Grünen, die an einem neuen Energiemarktdesign arbeitet. Wir müssen da neu denken und wir müssen es ganzheitlich denken. Wir können nicht mehr hier an der Stellschraube ein bisschen drehen oder an der Stellschraube, sondern wir müssen hinkommen in ein Energiesystem der Zukunft, was vom Bürger, von der Solaranlage am Hausdach, was vom Windrad vor meiner Stadt getrieben ist und nicht mehr von Großkraftwerken und Großenergieversorgern getrieben ist. Können Sie sich noch erinnern, wir hatten ja damals einen kleinen Einspielfilm mit Ihnen produziert. Sie haben auf dem EUREF Campus ja eine Anlage mit alten Autobatterien von Elektroautos, wo Sie genau Netzstabilität produzieren. Und den Film schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Da hinten stehen 20 Fahrzeuge, die in Summe 1 Megawatt wie ein kleines Grundlastkraftwerk Energie gespeichert haben. Und 20 Fahrzeuge, wir brauchen uns hier nur umschauen, sind nichts. Ich habe in Berlin Tausende von Fahrzeugen rumstehen. Das heißt, ich habe diese Grundlastkraftwerke alle schon dastehen.
Ja, immer nur für eine Stunde vielleicht oder vielleicht auch nur eine halbe Stunde, je nachdem, wer wie lange noch fahren möchte an dem Tag. Aber wir werden mit Elektromobilität die Kraftwerke dezentral verteilt in ganz Deutschland haben. Das Besondere an dem Batteriespeicher ist, er besteht aus Autobatterien. Fahrzeugbatterien, die schon in Fahrzeugen gefahren sind und in der Nachnutzung nochmal verwendet werden können für das Energiesystem, um nochmal Geld zu verdienen, CO2 zu reduzieren und hier für den EUREV Campus und für das Berliner Verteilnetz und für das deutsche Übertragungsnetz Systemdienstleistungen zu erbringen. Momentan ist es noch ein Demonstrator, weil als allererstes hat der Automobilhersteller natürlich mal daran gedacht, die Batterie fürs Fahrzeug zu optimieren. Aber der Audi hat schon eine sehr kompakte, eine sehr gute Batterie, die auch relativ einfach zu verwenden ist in einem Second-Life-Ansatz. Die Zukunft wird dahin gehen, wenn man VW, den MEB, wer die Batterie schon mal gesehen hat, ganz kompakte Zellen, die Zukunft wird dahin gehen, dass der Automobilhersteller sich die Nachnutzung noch überlegt. Die Batterie kann viel, viel mehr, wie wir alle denken. Wir hängen der Batterie oft so einen CO2-Rucksack um. Hier baue ich den ab. Ich muss natürlich dann eine Batterie auch effizient umwandeln können. Ob in Containern, ob in Gebäude. Ich glaube, wir werden in 2030 werden wir Batterien überall sehen. Da wird überall so ein, wahrscheinlich werden es Container sein, da stehen einfach, wie jetzt Umspannungshäuschen, steht da einfach noch ein Container am Straßenrand. Zugewachsen und verdient noch Geld. War vorher im Auto. Das ist eigentlich das entscheidende Kästchen da drin, beziehungsweise das Kästchen ist gar nicht entscheidend, sondern der Software-Stack, der darauf läuft. Der Software-Stack sorgt dafür, dass ich auf der einen Seite den gesamten Energiemarkt abbilde, lokal, aber auch überregional, weiß, wo kann ich am meisten Geld mit dieser Batterie verdienen und kennt diese Batterien genau von ihrem Zustand her und optimiert die Batterien in der Vermarktung. Das Schöne ist, Energiewende-Technik ist kompakt. Ja, sehr kompakt. Letztendlich sind es Lines of Code. Ziemlich viele, da hat das Team sehr lange dran geschrieben, aber das ist es ja. Wir glauben ja, ein Elektroauto, was eingesteckt ist und dann noch die normalen 15.000 Kilometer im Jahr fährt, kann so ungefähr 500 bis 1.000 Euro, ein größerer Bus oder ein LKW sogar noch mehr, im Jahr noch zusätzlich verdienen. Herr Fendt, genau so ist es. Elektroautos mit ihren Batterien machen Netzstabilität. Wir sagen ja, dass Elektroautos sogar verhindern können, konventionelle Gaskraftwerke zu verhindern, die alte Energiewirtschaft bauen will. Genau das könnten Elektroautos machen, dann, wenn das Netz so stark belastet ist, dass man tatsächlich aus den Autobatterien Energie rausgibt. Und genau das hat auch schon funktioniert. Und zwar gerade am 8. Januar, Sie haben es vielleicht mitbekommen, als Profi der Energiewende und der Energiewirtschaft, wir standen in Europa aufgrund von ein paar unglücklichen Umständen, sehr kalt in Spanien, Frankreich, sehr wenig Wasser in den Flüssen und dann zwei ausgefallenen Kraftwerken in Rumänien kurz vor einem Blackout. Es musste massiv ins Netz eingespeist werden. Wir brauchten 4 Gigawatt zur Kompensation, um die Frequenzabweichung auszunivellieren. Und die Speicher, die Sie gerade am EUREV Campus gesehen haben, zusammen mit weiteren 2.500, die wir als Mobility House an Autobatterien im Einsatz haben, haben die 2.500 mit 1% dazu beigetragen, dass das Stromnetz nicht zusammengebrochen ist. Rechnet man das hoch, bräuchte man 1 Million Autos in ganz Europa. Und wir hätten damit das Stromnetz stabilisieren können. Kein einziges Gaskraftwerk anschmeißen müssen. Wir hätten keine Reservevorhaltung mehr von irgendwelchen Braunkohlekraftwerken gebraucht, die ich heute noch aufgrund der inerten Masse brauche, um die Frequenz zu stabilisieren. Das kriege ich in Zukunft mit Elektroautos und deren Batterien in sowohl First- wie auch Second-Life-Nutzung hin. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und wenn wir die Energiewende, wenn wir Elektroautos haben, werden wir immer 1 Million Elektroautos allein schon in Deutschland am Netz haben und können praktisch die Spitzenlastglättung machen. Wie das Ganze aussehen könnte, besprechen wir gleich noch. Aber mal abschließend zu dem Punkt zu sagen, das, was eigentlich die alte Energiewirtschaft, die Netzbetreiber wollen, ist eigentlich technisch
ein veraltetes Konzept. Richtig, richtig. Es gibt was Besseres, es gibt was Intelligenteres und es gibt was Bürgernäheres. Sie haben das in der Diskussion mit Frau Nestler eigentlich ganz gut gesagt. Sie haben gesagt, anstatt sozusagen da einzugreifen, muss man mal sagen, wir haben hier in der Sendung gesagt, der braune Vorhang ist die Grenze. Die Leute sollen zu Hause sozusagen die Geräte so betreiben können, wie sie wollen. Und Sie haben in der Diskussion eigentlich ganz gut gesagt, hey, Sie haben es auch gerade schon angedeutet, wir haben ja zu Hause dann diese ganze Regelungstechnik, Hauskraftwerke, die Energiemanagement betreiben. Wir haben moderne, intelligente Energiemanagementsysteme. Wir können Elektroautos aus Batterien laden, Elektroautos können zurück. Das heißt, diese moderne Technik, die können wir eigentlich gerade nutzen, um eben gerade keine große Spitzenlast zu produzieren. Also wir haben die Konzepte, wir haben die Möglichkeit und das ist die dezentrale Energiewende. Absolut. Und ich habe mal Kommunikationselektroniker vor Jahren gelernt, um in den Bereich der Telekommunikation zu gehen. Damals konnte man auf einer Leitung, ich sage jetzt übertrieben, ein Telefongespräch übertragen. Heute mit moderner Technik kann ich Hunderttausende oder Zehntausende oder Millionen, ich weiß es nicht genau, Telefongespräche auf einer Leitung übertragen. Ich kann Daten, Video und Gespräche übertragen. Mit Technik haben wir da so wahnsinnig viel erreicht. Und genau das Gleiche werden wir auch im Netzbereich hinbekommen, wenn ich diese Innovation zulasse, wenn ich die 700 Netzbetreiber auch herausfordere, da ein bisschen einheitlicher zu denken und nicht individuell, denen auch die Vorgaben gebe, da in Technik, in Intelligenz zu investieren und nicht einfach in Kupfer, dann werden wir in 10 Jahren oder 15 Jahren auch in der Energiewende viel intelligenter dastehen, weil genau wie Sie beschrieben haben, zu Hause geht schon, nur ich muss es auf einem landesweiten oder auf einem globalen Level heben. Die Energiewende ist dezentral, es wird regional Energie produziert. Das haben wir tausendmal besprochen. Die Energie soll vor Ort auch tatsächlich dezentral verbraucht werden. Dafür brauchen wir natürlich Speicher. Das ist ja völlig klar. Es gibt die EU-Rahmenrichtlinie. Auch die haben wir in der Autark-Sendung besprochen. Da spricht man von Energy Communities, die gebildet werden sollen, wo die Bürger, die Bürgerinnen, die Unternehmen Recht haben, solche Communities zu machen. Das heißt, wir werden doch in Wahrheit Quartiere sehen, die sich untereinander mit Energie versorgen, die untereinander auch das regeln, wie viel Energie versorgt wird, kriegt der vom Nachbar Strom, das eine Gewerbegebiet versorgt das andere Gewerbegebiet, weil da viel Strom da ist, da sind die Elektroautos, die laden zu viel Energie rein, die geben es wieder raus. Wir erleben, wir werden doch technisch in Wahrheit neben der dezentralen Energieproduktion, auch die dezentrale Energieverwendung viel, viel stärker sehen, als wir sie heute haben. Heute haben wir noch viel Netzeinspeisung. Das sehen wir in Zukunft gar nicht. Diese Quartiere, diese Regionen werden sich, so wie Sie es angedeutet haben, selber mit Energie versorgen und auch die Last damit steuern. Insofern wird sich das Problem wahrscheinlich selbst bei 40 Millionen Elektroautos und noch mehr Wärmepumpen nie ergeben. Hundertprozentig. Was Sie aber erlauben müssen, ist, dass es Akteure im Markt gibt, die daraus ein Geschäftsmodell entwickeln können, die Rahmenbedingungen haben, dass sie unternehmerisch aktiv werden können und das den Bürgern anbieten können. Weil keiner alleine hat die Möglichkeit, sich so zu optimieren wie eine größere Gesamtheit. Und darum muss ich die gesamte Energiewirtschaft von unten denken und nicht mehr von oben. Ich muss innovative Möglichkeiten zulassen, sei es E3DC oder schauen sich diese Community-Modelle von Lichtblick oder Sonnen an, schauen sich die Optimierungen an, die The Mobility House ermöglicht. Wenn ich dafür den rechtlichen Rahmen schaffe, schaffe ich Innovation, ich schaffe neue Geschäftsmodelle, ich schaffe effizientere, günstigere Lösungen und ich schaffe Arbeitsplätze. Sie haben es am Anfang der Sendung gerade gesagt, wenn ich als Netzbetreiber oder als EVU tatsächlich Zugriff auf die Bürger und Bürgerinnen oder die Unternehmen haben möchte, wenn ich sagen möchte, ich will von euch Energie haben oder ich möchte, dass ihr nicht so viel Energie verbraucht, dann sollte man das, wie Sie es gesagt haben, incentivieren. Man sollte solche Modelle anbieten und sagen, hey, so wie Sie es im EUREF Campus haben, ich stelle zum Beispiel in meinem Speicher so und so viele Kilowattstunden für euch bereit, das könnt ihr abrufen oder ich gebe euch die Genehmigung, mein Elektroauto oder Wärmepumpe runter zu regulieren, aber dafür bekomme ich dann eben auch einen Benefit. Das wäre mal Marktwirtschaft.
Absolut, genauso muss es laufen. Und momentan wird ja die Energiewende eigentlich verkompliziert und auch verteuert mit diesen ganzen Umlagen. Es sieht ja so aus, als würde der Strom teurer werden, weil ich mehr erneuerbare Energien aufgebaut habe in der Vergangenheit. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja nur, weil ich den erneuerbaren Energien die gesamte Belastung zuordne, die ich den fossilen Energien gar nicht mehr zuordne. Also was ich an Förderungen auf Seiten der fossilen Energien habe, was ich an Folgekosten der fossilen Energien habe, das wird gar nicht auf den Centpreis umgelegt. Werde das der Fall, wären die Erneuerbaren viel, viel günstiger. Und es wäre für jeden Bürger heute schon transparent. Natürlich schaue ich, dass ich einen Grünstromvertrag bekomme. Ist ja günstiger. Aber da stehen wir uns selber im Wege. Beziehungsweise, da sieht man halt auch, wie lange es leider dauert, bis insbesondere Politiker, die da eigentlich Verantwortung für uns übernehmen, darum haben wir sie gewählt, die Zusammenhänge verstehen, erklärt bekommen. Und von daher ist es so wichtig, dass es so Sendungen gibt wie die Ihre, beziehungsweise die Aktivitäten auch, dort die Politiker aufzuschlauen. Ich werde mal ein bisschen polemischer. Ich habe mal heimlich in Nordkorea gedreht und dabei Nanpo besucht. Das ist eine Hafenstadt, eine wichtige Hafenstadt in Nordkorea. 500.000 Einwohner, also im Prinzip so viel wie in Dortmund. Und die Stadt hatte keinen Strom. Ist abgeschaltet worden. Fanden wir unmöglich. Und daran habe ich gedacht, als es jetzt kam, dass wir sagen, hä, in Deutschland fangen wir an, es zu genehmigen, dass Geräte abgeschaltet werden, bei mir irgendwie zu Hause. Also 21. Jahrhundert mit all den Möglichkeiten, von denen Sie auch gesprochen haben, das kann doch eigentlich gar kein Weg sein. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, die deutschen Netzbetreiber mit Nordkorea zu vergleichen. Ich sag ja, ich So werde viel polemisch polemisch. Ein bisschen Spaß müssen kann Sie ich mir auch nicht in der Sendung lassen. erzielen. Nein, nein, nein. Man muss aber auf der anderen Seite auch die Netzbetreiber verstehen. Das sind kleine Stadtwerke oft. Da sitzen ein paar Leute. Wie sollen die jetzt groß in Digitalisierung investieren? Wo soll da auch die Kompetenz und die Zeit und das Wissen herkommen? Von daher gilt es schon auch von der Politik jetzt Verantwortung für diese Transformation zu übernehmen und die natürlich nicht sofort überfordern mit was komplett Neuem, sondern die mit auf die Reise nehmen. Und das geht halt über und darum ist dieser Paragraph 14 schon sehr wichtig, dass er die richtigen Stellschrauben stellt, dass es nicht ins Klein-Klein geht, aber ganz klar ein Ziel setzt. Wir haben gerade gesagt, 2030 brauchen wir das Ganze. Das heißt, bis 2030 müssen folgende Dinge passieren. Da gebe ich der Industrie genug Zeit, technische Lösungen zu entwickeln, in Digitalisierung zu investieren, in junge, digital affine Mitarbeiter zu investieren. Und das ist das Entscheidende, was ich jetzt tun muss. Sagen Sie mal, sind die EVUs und die Netzbetreiber nicht eigentlich schön doof? Also ich meine, jetzt versuchen die da so einen Zugriff zu kommen, um runter zu regulieren. Wir wissen doch inzwischen alle, dass alles verstromt wird. Komfortstrom, Wärme, Mobilität. Viele EVUs oder auch viele Stadtwerke, viele Netzbetreiber haben irgendwie Angst, dass durch die dezentrale Energieversorgung ihr Geschäftsmodell bedroht wird, dass die Leute sich vom Netz praktisch unabhängig machen und dann irgendwann gewaltige Lasten abfordern. Aber eigentlich im Grunde genommen müssten die doch sagen, hey, super, wir brauchen mehr Strom, wir brauchen mehr Leistung, super, wenn mehr Elektroautos schön aus dem Netz über die Wallboxen laden. Das sind doch Geschäftsmodelle in Zukunft für die. Die sind doch eigentlich total restriktiv, anstatt ihr Geschäftsmodell auszubauen. Die haben, glaube ich, noch gar nicht begriffen, dass wir sie auf alle Fälle trotzdem noch brauchen werden. Absolut, absolut. Von daher muss man auch sehr klar trennen zwischen Netzbetreiber, dessen Kennzahl bis letzt immer war, minimaler Stromausfall, Versorgungssicherheit zu maximieren. Da liegen wir in Deutschland bei 12 Minuten. Das ist ein absoluter Weltrekord. Und denen geht es darum, sagen wir, den Status quo dieser Versorgungssicherheit zu erhalten. Und ohne zu wissen,
müssen dann mit der Digitalisierung in Zukunft letztendlich oder durch intelligente Steuerung sogar mehr Versorgungssicherheit hinbekommen, weil ich ja viel mehr Abdeckung habe. Wenn ein Kraftwerk ausfällt, ist mir das egal, weil ich es von meinem Nachbarn hole oder aus dem Elektroauto meines Nachbarn, aus meinem eigenen Elektroauto. Und da geht es nicht immer darum, dass die Leute Angst haben, diese polemischen Diskussionen, die Sie gerade auch schon beschrieben haben, dass meine Batterie danach leer ist. Ich brauche minimal, für den ganzen Tag brauche ich 10 Kilowattstunden ungefähr im Haushalt. Das heißt, das ist von einem normalen Elektroauto ein Fünftel, ein Sechstel, ein Siebtel. Es stört überhaupt nicht. Und der Energieversorger, der andere Part, und darum sind sich auch innerhalb von BDEW längst nicht alle einig, ob das richtige Konstrukt jetzt ist mit der Spitzenglätzung, weil der ja beide Seiten vertritt, Netz und Energie. Der Energieversorger sagt natürlich, ja super, da kommen ganz neue Verbraucher. Ich werde mehr Kilowattstunden verkaufen. Ich kann neue Geschäftsmodelle mir überlegen. Ich kann auch in Solar für meine Bürger investieren. Weil was ja jetzt schon auf uns zukommt, ist, ich habe sehr viel mehr Upfront-Kosten. Das heißt, so eine Solaranlage kostet mich am Anfang. Das Elektroauto ist am Anfang etwas teurer und dann billiger. Wer kann denn sowas am besten übernehmen? Oft nicht ein einzelner Bürger, oft nicht ein Durchschnittsverdiener in einem Mehrparteienhaus, aber da kommen dann Geschäftsmodelle eines Energieversorgers. Der sagt, ich stelle dir eine Komplettlösung hin. Und das zahlen wir über die Jahre, über die Kilowattstunden ab. Ganz tolle neue Geschäftsmodelle. Und auch der Netzbetreiber profitiert ja von jeder Kilowattstunde mehr, weil momentan habe ich irgendwas zwischen 4 und 6 Cent Netzkosten. Das heißt, der Netzausbau Elektromobilität finanziert sich aus dem Mehrverbrauch des Stroms. Da brauche ich überhaupt gar keine Panik schüren. Wissen Sie, ich habe einen Verdacht. Wir haben ja zusammen die Sendung mit Ihnen gemacht, Elektroautos als Spitzenlastglättung, Netzstabilisierung und so weiter. Wir haben mal gesagt, 10 Millionen Elektroautos können die Gaskraftwerke praktisch überflüssig machen. Dann gab es eine Anhörung im Bundestag zur EEG-Novelle, da stand die alte Energiewirtschaft und sagte, ja, wir brauchen 18 Gigawatt Gaskraftwerke neu. Und wenn ich mit dem, was wir damals mit Ihnen in der Sendung berichtet haben, durch die Gegend gehe und sage, na, Elektroautos machen in Zukunft Netzstabilität, dann stelle ich fest, dass auch viele aus dem Bereich der Energiewirtschaft das sich überhaupt nicht vorstellen können. Dass, wenn wir 40 Millionen Elektroautos in Deutschland haben, hängen immer 10 Millionen am Netz und können sozusagen ausgleichen. Da werde ich so angeguckt, als ob ich irgendwie vom rosa-roten Elefanten irgendwie spreche. Kann es sein, dass die Energiewirtschaft in Deutschland, die alte Energiewirtschaft, das, was Sie gerade beschrieben haben, welche Modelle es geben könnten, Geschäftsmodelle, welche Rolle die Elektromobilität gerade für die Netzstabilität spielen könnte, noch gar nicht auf dem Schirm haben? Sie haben absolut recht, weitestgehend ja. Von daher, obwohl es Tesla jetzt über 10 Jahre oder sogar noch länger, 16 Jahre gibt, ist ja selbst Elektromobilität erst jetzt angekommen, seitdem der Volkswagen-Konzern massiv Autos verkauft und es plötzlich in meinem Garten sichtbar wird und nicht mehr nur für Technikfreaks ist. Von daher muss man jetzt sagen, jetzt wird transparent, was möglich ist. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten lieber Monaten wie Jahren, das auch in der Politik verstehen. Es wird kein Zurück mehr geben. Wenn Sie die First Principles anschauen, als allererstes die Klimaziele, ich glaube, Klimaerwärmung ist klar, daraus leiten sich die Klimaziele ab. Wenn Sie jetzt anschauen, wo die gesamten globalen Investments hingehen, wie viele große Investmentsfonds, nehmen Sie den norwegischen Pensionsfonds, nehmen Sie selbst die Allianz, nicht mehr in fossile Industrien investiert. Wenn Sie dann anschauen, dass alle großen Unternehmen einen Ausstiegsplan aus einer CO2-getriebenen Produktion haben. Von Stahlwerken angefangen über Consumer Goods, über Automobilhersteller, die alle sagen, ja, wir werden zu einem bestimmten Zeitpunkt zwischen 2030 und 2035 CO2-frei unterwegs sein, mit Elektroautos weitestgehend. Wenn Sie sich anschauen, dass ganze Städte und Länder sagen, wir wollen CO2-frei sein und sich dazu committen, diese Prinzipien kriegen Sie aus dem System nicht mehr raus. Das heißt, jetzt muss ich dafür die Rahmenbedingungen schaffen, dass ich auch die Energiewende entsprechend aufbaue, intelligent gestalte und den Bürger dazu mitnehme.
Zwei Punkte zum Schluss habe ich noch. Das erste ist, wir diskutieren jetzt Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz und sagen, ja, die wollen uns jetzt da abschalten und die möchten wieder neue Rechte haben. Wir haben es aber auch schon bei der Diskussion um die EEG-Novelle gehabt, wo es dann hieß, ja, das dürft ihr nicht mehr, das muss ausgeschrieben werden und bla 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 bla. Und wir stellen eigentlich immer wieder fest, es gibt eine EU-Rahmenrichtlinie, die RED 2, die uns sozusagen ganz explizit die Rechte dazu gibt, Eigenenergie zu produzieren. Es gibt die EU-Rahmenrichtlinie RED 2, die sagt, wir können Energy Communities gründen, wir können uns selber versorgen. Das muss nicht mal nur regional sein, man kann sogar solche Communities überregional bilden. Auch das sieht die Richtlinie vor und sie sagt, hey, die Energieversorger, die Netzbetreiber, die sind für euch Dienstleister, die könnt ihr in Anspruch nehmen, weil wir wollen es ja auch professionell. Und ich habe immer mehr den Eindruck, wir diskutieren in Deutschland nationale Gesetzgebung, nationale Regelungen, die uns wie in diesem Fall an einem veralteten Modell der Energieversorgung festhalten. Aber das Ganze ist ja alles irgendwie überhaupt nicht mehr EU-konform und wir diskutieren auf nationaler Basis etwas, wo europaweit, auch rechtlich verbindlich für uns, der Drops ja eigentlich längst gelutscht ist. Absolut. Und ich muss sagen, man schimpft ja oft über die EU. Ich bin, was das ganze Thema erneuerbare Energie, Energiewende angeht, auch langfristige Ausrichtung, begeistert von der EU. Man sieht, dass da viel mehr Leute im Apparat sind, die unabhängig sind von lokalen Einflüssen und auch lokalem Lobbyismus und lokalen Wahlen und damit Rahmenbedingungen vorgeben, die viel sinnvoller sind wie diese Schwankungen, die wir hier bei uns oft in Deutschland erleben, raus aus der Kohle und dann doch wieder verlängern und dieses und jenes. Und dem Klein-Klein, weil ich halt, natürlich ist so ein Stadtwerk, wird oft geschützt, weil es halt auch das Schwimmbad noch mitfinanziert. Und natürlich wollen wir weiterhin eine soziale Marktwirtschaft, wo auch Schwimmbäder noch finanziert werden können für die Allgemeinheit. Nur deswegen, sag ich mal, nicht einen intelligenteren Weg dazu nutzen und die Energiewende aufzuhalten, bloß damit die alten Strukturen erhalten bleiben, ist der falsche Ansatz. Naja, und es gibt ja so neue Player wie The Mobility House, die entstehen einfach. Das ist sozusagen die New Economy, die sich bildet, wo plötzlich Dienstleistungen angeboten werden, wie sie es auf dem EUREF-Campus machen, wo sie Netzstabilität plötzlich anbieten. Und wo man nicht einfach nur ein Gerät verkauft, sondern wo Dienstleistungen angeboten werden, die da reinwirken. The Mobility House macht das oder nehmen Sie zum Beispiel Nordgrün, die verkaufen auch Netzstabilität über regenerative Energie. Das heißt, wir kriegen doch eigentlich ganz andere Player wie The Mobility House, die uns die neue Energiewelt abbilden können. Was kann denn The Mobility House da in Zukunft beitragen? Ja, wir tragen ja heute schon massiv dazu bei, dass wir all unseren Kunden, die mehrere Elektroautos hinter einem Netzanschlusspunkt betreiben, diese Laden der Elektroautos so intelligent steuern, dass sie keinen Netzausbau brauchen. Wir sparen pro Elektroauto und Kunden, haben wir ausgerechnet jetzt für letztes Jahr, im Schnitt 250 Euro pro Jahr, was, wenn der Kunde auf die Intelligenz verzichten würde, er in einen erweiterten Netzanschluss an seinen Netzbetreiber hätte zahlen müssen oder in sogenannte Leistungsentgelte, weil er eben so Spitzen produziert für den Netzbetreiber, ihm an Kosten entstanden wären. Das sind 250 Euro pro Fahrzeug und Jahr, die wir sparen. Das ist jetzt noch eine überschaubare Anzahl von ein bisschen über 1.000 Autos, die wir da dran hängen haben. Aber nächstes Jahr sind es 5.000, 10.000, 100.000. Das wächst ja jetzt, die Elektromobilität. Und darum habe ich vorhin auch schon das Beispiel gebracht. Durch intelligente Steuerung werde ich das allermeiste vom Netzbetreiber fernhalten beziehungsweise sehr regional realisieren können. Und auch so intelligent gestalten, wie Sie es auch schon im Beispiel hatten, dass ich es halt vom Arbeitsplatz mit nach Hause nehme. Und das Verrückte ist ja, das ist ja alles gar keine Zukunftsmusik. Wenn ich als Unternehmen jetzt zu Ihnen zum Mobility House gehe und sage, hey, mach mir mal eine Lösung dafür, kann ich meinen Fuhrpark beladen zum Beispiel, kann die Eigenenergienutzung vom Dach nehmen, kann meinen Fuhrpark beladen, muss keine irgendwelchen Trafos investieren.
die Lösungen, die Sie jetzt anbieten, die sind ja schon längst wirtschaftlich. Ja, ich sage immer für unseren Kunden, es rechnet, wir verdienen oder wir, der Kunde hat Kosten mit uns bis März und ab März bis Dezember spart er. Und relativ einfach. Und sobald ich mehr als 3 Elektroautos an einem Standort habe, macht die Intelligenz sehr, sehr viel Sinn und spart dem Kunden unmittelbar Geld. Letzte Frage. Was machen wir denn jetzt? Wie verhalten wir uns in der Diskussion? Wo sollten wir uns einbringen? Wo sollten wir Widerstand leisten? Was sollten wir in der Diskussion jetzt befördern? Also das allererste, glaube ich, ist diese First Principles zu verstehen, wo die Entwicklung hinläuft. Wenn das jeder mal so langsam verinnerlicht hat, auch in seinem Freundeskreis kommuniziert, idealerweise politisch einbringt oder auch im Unternehmen einbringt, dann passiert die Veränderung, die letztendlich immer von unten heraus passieren muss, weil Politiker entscheiden, wo die Nase des Volkes hinläuft. Das ist das allererste. Das zweite ist, sich einbringen hilft immer oder selber machen, selber eine PV-Anlage aufs Dach machen. Sie werden sehen, wenn Sie der Erste in der Siedlung sind, wie schnell die Nachbarn mit Ihnen reden oder es nachmachen. Wenn Sie der Erste sind bei sich in der Wohnanlage, der ein Elektroauto kauft und mit der Hausverwaltung diskutiert, dass Sie eine Ladestation haben, wenn Sie sehen, wie schnell plötzlich mitmachen. Und wer dann noch besonders viel Zeit hat und aktiv sein will gegenüber der Politik, einfach kommunizieren, richtig wählen und Briefe schreiben. Vielen Dank, Markus Fendt nach München. Die Bildverbindung war ja fantastisch. Ich hätte eher gedacht, da Sie hinten in München hinter den Bergen bei den 7 Zwergen sitzen, dass das Bild so schwarz-weiß mit Zacken verrauscht kommt. Also auch das geht mittlerweile. Ja, Herr Fendt, Mobility House, tolles Unternehmen, sind ein toller Akteur. Ich sehe das genauso wie Sie. Sie, meine Damen und Herren, können an dem Thema dranbleiben. Wenn Sie auf die Seite www.aktion-eigenstrom.de gehen, dann können Sie sich auf unseren Newsletter eintragen und wir halten Sie bei der Diskussion am Laufen. Und ansonsten melden Sie sich bei Mobility House. Das war Leben mit der Energiewende TV für heute.